Hallo und herzlich willkommen, meine Rambas. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe Let's Play Armored Warfare. Und heute zeige ich euch einen neuen Premium-Panzer, den Merkava 2B. Und nicht nur, dass ich ihn euch zeigen kann, sondern es gibt auch mal wieder einen zu gewinnen. Und zwar ist es diesmal so, dass es einen auf wargames-news.com geben wird. Da gibt es einen Post, wo dieses Video dann verlinkt ist und das, wenn ihr da auf der Homepage kommentiert mit dem Hintergrund, warum wollt ihr den Panzer, dann gibt es da einen Gewinner und das gleiche auch auf YouTube direkt in den Kommentaren auch da posten, warum ihr den gewinnen wollt und dann werde ich euch da den einfach zukommen lassen. Da schauen wir mal, wer dann da gewinnen wird. Bei Wargames News ist es recht einfach, da werdet ich den an eure E-Mail schicken und bei YouTube, da müsstet ihr bitte mal euren Nick angeben, dann lasse ich den euch über Armored Warfare direkt zukommen, beziehungsweise schreibe ihn euch wahrscheinlich im Spiel, weil ja die Nachrichtenfunktion da nicht mehr so einfach geht. Ja, das war's dann also hier jetzt erstmal zum Gewinnspiel selber, aber nicht nur, dass es den zu gewinnen gibt, sondern wir schauen ihn uns auch natürlich direkt an und gehen erstmal auf die Details. Ist ein Kampfpanzer, kommt mir gelegen, ich mag ja die Kampfpanzer. Nur wenige Jahre nachdem der Merkava seinen Dienst bei der israelischen Verteidigungsstreitkräften antrat, wurde das Mark II Modell vorgestellt. 1983 verfügte der Kampfpanzer im Vergleich zu seinen Vorgängern bereits über mehrere Verbesserungen. Der Merkava 2B kommt mit Verbesserung der Sichtmodule, Thermaloptik und erhöhter Sicherheit auf dem Schlachtfeld. Neues Feuerkontrollsystem daher. Ja, Schaden 389, Durchschlag 408, anhaltender Schaden natürlich überschaubar, wie es immer in der Regel ist. Trefferpunkte 2350, eine vernünftige Panzerung, wobei an der Wanne deutlich besser als am Turm, aber das sieht schon der Aufbau, wie das da gestaltet ist. 50,4 km/h und Geschützneigung mit 7 plus 7 minus, ganz in Ordnung würde ich mal sagen. Und hier sieht man glaube ich gut, warum der Panzer so wenig hat, wie er hat. Wir schauen noch mal die Upgrades an und sehen hier 105 mm der Motor. Also hier gibt es natürlich beim Premium-Panzer typisch nichts weiter, was erforschbar ist. Ja, und jetzt würde ich sagen, springen wir in eine Mission und schauen, wie er so im PvE besticht. Also, lasst uns loslegen. Da sind wir jetzt also nun in der Operation Sternennacht. Niquiels Löwen versuchen die Stadt einzunehmen. Wenn sie das nicht schaffen, wird das auch ein Signal an andere potenzielle Angreifer sein. Halte sie auf, bevor sie auch die Stadt und ihre Bewohner zerstören. Ja, wir müssen das Stadtzentrum verteidigen, verteidigen die zentralen Farmen und auch die Felder außerhalb. Zerstöre feindliche Öltrucks. Ja, auch das ist kein Problem, das kriegen wir auch hin als Nebenmission. Also von dem her sollte das alles schon machbar sein. So, und ich... Vielleicht... Kann ich... Ich habe die Mission auch noch nie gespielt. Aber... Der Öltruck, der sollte doch hier... gleich sein. Irgendeiner muss ja die Nebenaufgaben machen. Bist du das? Ne, das ist er nicht. Wir bekommen Aufklärungsberichte. Die Löwen da ist er. So. Machen wir doch mal direkt eine der Nebenmissionen. Und jetzt bin ich offen. Yep. Jetzt laden wir mal Heat. Ah. Komm schon, Leo. Ja, ja klar. Okay, ich sollte vielleicht doch mit AP schießen, aber... Yep. Na also. Jetzt klappt's auch mit dem Nachbarn. Oh, ich mach doch den einfach weg, Jungs. Das gibt's doch nicht. Ich dachte jetzt längst, macht das hier schon mein Team. Macht den klar.
Ne, ich bleib wohl AP. Bin, glaube ich, ganz froh über mein Feldreparatursitz, was ich dabei habe. Sollte man so ein bisschen. Boah, Arti. Natürlich. So ein bisschen mich zurückhalten, habe ich so das Gefühl. Oh, die Nebenmissionen interessieren wohl auch keinen, also ich fahre jetzt auch nicht ganz rüber erstmal. Ich habe eh schon den einen geholt, das muss langen. Ein Stadtzentrum haben wir eh gleich verteidigt. Dann geht's eh weiter. 2 Sekunden noch und das ist geschafft. Und jetzt geht's eh dann weiter. Ja, den habe ich ihn ordentlich reingesemmelt. Und da ist er zerstört. Arti hält da auch wieder rein, aber diesmal Gott sei Dank nicht auf mich. So, und jetzt, wie gesagt, so ein bisschen zurückhaltend, aber mit zu Merkaba vielleicht mal. Er fährt sich ganz okay, aber irgendwie gefühlt ist er jetzt. Ja, ich weiß auch nicht, da könnte so das letzte Fünkchen könnte noch kommen. Also. Da. Weiß nicht, das ist. Da fühle ich mich mit den Leos so ein bisschen wohler, um das so zu sagen. So. Die Artis gehen mir auf den Keks. Oh, da prall ich ab. Komm schon, jetzt fahr nicht weg. Jetzt fährt er echt weg. Also. Artis treffen gut. Durchs Wasser erstmal kommen. So, durchs Wasser bin ich. Und unsere Basis wird angegriffen. Aber. Ziel identifizieren. Okay. Ladesystem, Reifspiegel. Jetzt muss ich mich erstmal um den kümmern. Identifizieren. Und da kommt noch ein Warrior. Ich mache jetzt einfach hier mal den Scout, ist auch kein Problem. Arti habe ich auch aufgemacht. Komm schon. Nee, was? So, jetzt habe ich mich mal wieder komplett geheilt, weil jetzt war es echt nötig. Die Arti würde ich ja wirklich gern weg haben. Guckst du wieder auf mich? Kettenschaden. Natürlich kriegt sie noch den Schuss raus, bevor ich sie wegmache. Gibt's doch gar nicht, diese Arti. Gut. Der ist auch weg. Die Nebenmission haben wir mittlerweile alle. Die Farmen sind jetzt auch so gut wie komplett durch. Also von dem her, das passt. Und jetzt müssen wir noch die nächste Zone verteidigen. Der Thunderbolt will jetzt auch noch weggemacht werden. Und dadurch, dass wir jetzt hier bei dem Punkt sind, der verteidigt werden muss, da kommen jetzt natürlich die ganzen Gegner. Also jetzt wird es hier nochmal richtig funny. Jetzt muss ich mich einfach ein bisschen mal zurückziehen. Oh, und ich muss jetzt echt hier schauen, dass ich so mal ein bisschen außerhalb vom Fokus kommen, 84 Hitpoints ist nun wahrlich nicht mehr viel. Der natürlich tot ist, der schreibt Stupid Team. Das ist immer das Gleiche.
Jetzt muss ich nur aufpassen, dass hier... Oh, oh, Merkaba. Komm schon, mach mich nicht kaputt. Ja, Gott sei Dank. Team hat da geholfen. Eine Minute 14 noch, also... Das ist alles, aber ich schaue mal, 38 Hitpoints. Das ist natürlich wahrlich nicht mehr viel. Okay, den konnte ich wegmachen. Und aufpassen. Dass ich da jetzt nicht noch so einen doofen Hit abbekomme, den ich eigentlich gar nicht will. Aber so mit den letzten 38 Hitpoints kann ich hier mich noch eigentlich ganz gut wehren. Also ihr seht, es läuft schon noch ganz vernünftig. Solange ich jetzt nur nicht mehr zu risikoreich an die Sache rangehe, kann ich da noch durchaus bis zum Schluss überleben, auch wenn ich es zwischenzeitlich selbst nicht mehr gedacht hätte, dass ich das schaffe. Und alle sogar zerstört innerhalb der Zeit. Dann schauen wir mal, was es am Ende der Runde gegeben hat. Oh, das muss weg. So, und zwar hier die Zielerfassung. Die meisten Treffer deines Teams sind erhalten und überlebt. Ja, das glaube ich sofort. 7200 Schaden gemacht, 5-6 dann nochmal gespäht. Also von dem her, ich konnte mich leider nicht so hervorheben, wie ich es gerne gemacht hätte mit den Kills. Naja, es war eine vernünftige Runde und es gab auch ein bisschen was raus. Also unterm Strich war es eine viel aufreibende Runde als selber erwartet. Von dem her hoffe ich, es hat euch gefallen und natürlich, dass ihr beim Gewinnspiel mitmacht, drücke ich euch alle Daumen, die ich habe. Deswegen zwei Stück. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.